Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es um das Multiplizieren von rationalen Zahlen. Rationale Zahlen, die können sowohl in Form von Dezimalzahlen vorliegen, also Kommazahlen, als auch als Brüche. Und beides sehen wir uns jetzt hier an. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. Ja, das Multiplizieren von rationalen Zahlen. Ich fange mit der Bruchrechnung an, weil das ist ganz einfach und dann geht es noch an die Dezimalzahlen. Also Bruchrechnung ist ganz einfach. Nehmen wir 2 Drittel mal 4 Fünftel. Und hier ist ganz einfach die Regel Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Also auf gut Deutsch, die beiden Zahlen oben werden multipliziert und die beiden Zahlen unten werden multipliziert. 2 mal 4 ist 8 und im Nenner 3 mal 5 ist 15. Also 8 Fünfzehntel. Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Ganz einfach. Bei den Dezimalzahlen bzw. den Kommazahlen wird es ein bisschen schwieriger. Nehmen wir als Beispiel 1,2 mal 3,4. 1,2 mal 3,4, zwei rationale Zahlen werden multipliziert. Hier verwenden wir jetzt die schriftliche Multiplikation mit Komma. Das bedeutet Strich drunter. Und jetzt rechnen wir erst einmal so, als würde es gar keine Kommas geben. Also 12 mal 34. Die schriftliche Multiplikation funktioniert so, wir nehmen von der zweiten Zahl die vorderste Stelle, also die 3, und multiplizieren sie mit den jeweiligen Ziffern der ersten Zahl. Das heißt, 3 mal 2 ist 6. Schreiben wir unter die 3. Und 3 mal 1 ist 3. 12 mal 3 ist also 36. Und die 6 steht unter der 3 und die andere 3 hier vorne, einfach die Stelle vorne dran. Dann die 4 hier hinten. 4 mal 2 ist 8. Die 8 schreiben wir unter die 4. Und 4 mal 1 ist 4. 4 mal 2 ist 8. 4 mal 1 ist 4. Strich drunter, schriftliche Addition. Hier hinten gibt es nur eine 8. Davor 6 plus 4 ist 10. 10. Und 3 plus 1 ist 4. Das heißt, 12 mal 34 ergibt 408. Jetzt haben wir allerdings hier noch Kommas und wir haben hier eine Stelle hinter dem Komma. Und hier ist auch eine Stelle hinter dem Komma. Eine Stelle hinter dem Komma und noch eine Stelle hinter dem Komma sind zwei Stellen hinter dem Komma. Und das machen wir auch im Ergebnis. Zwei Stellen hinter dem Komma. 4,08 ist die Lösung. Nächstes Beispiel. 3,1 mal 1,23. Strich drunter. Wir fangen mit der 1 hier an. 1 mal 1 ist 1. Und 1 mal 3 ist 3. Dann die 2. 2 mal 1 ist 2. Und 2 mal 3 6. Und hinten die 3. 3 mal 1 ist 3. Und 3 mal 3 ist 9. Wichtig, wenn wir mit der 1 arbeiten, muss das Ergebnis hinten auch mit der letzten Stelle unter der 1 stehen. Wenn wir mit der 2 arbeiten, auch hier alles untereinander. Und bei der 3 hinten der letzten Stelle muss auch die 3 hier im Ergebnis ebenfalls unter der oberen 3 stehen. Dann Strich drunter. Hinten haben wir nur eine 3. Davor 2 plus 9 ist 11. 11.
1 plus 6 ist 7, plus 1 ist 8. Und hier vorne nur eine 3. Also 31 mal 123 ist 3813. Fehlen noch die Kommas. Wir haben hier eine Stelle hinter dem Komma. Hier haben wir zwei Stellen hinter dem Komma. Eine Stelle hinter dem Komma plus zwei Stellen hinter dem Komma sind drei Stellen hinter dem Komma. Also 1, 2, 3 Stellen hinter dem Komma. 3,813. Du möchtest noch mehr zu rationalen Zahlen lernen oder du brauchst Übung in der ganzen Sache, dann schau mal unter dieses Video, dort findest du beides. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.